Hallihallo, liebe YouTube-Zuschauer, herzlich willkommen im neuen Video und es geht um wassersparende Urlaubspflanzen. Ich war heute Morgen auf dem Großmarkt, bin ich jetzt im Moment nicht so oft und ich habe ja zum einen wollte meine Nachbarin was und zum anderen habe ich überlegt, was kauft man denn für Pflanzen, wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht alle zwei, drei Tage ein paar Tröpfchen Wasser gießen. Und da und wie man die dekoriert und ja, wie man die mit einfachen Mitteln schön dekoriert, das zeige ich euch einfach mal ganz kurz nach der Intro. So, ja, ich fange jetzt mal an mit einer Euphorbia. Das ist eine Euphorbia lactea. Das ist eine traumhafte Pflanze, die ist richtig fest und die, ja, also ich würde sie zwar jetzt nicht ganz, ganz, ganz dunkel stellen, aber die ist so unempfindlich und wenn die ein bisschen, die bekommt auch dann später so einen leicht rosanen Rand. Die kann man super in die Sonne stellen. Und ich habe auch wunderschöne Übertöpfe oben und das zeige ich euch gleich mal. Aber im Moment sind wir noch in der Werkstatt und ich habe halt so überlegt, was gibt es denn so für Sachen, wie ich mit einfachen Mitteln so eine kleine, einfache Deko machen kann. So, liebe YouTuber, ich habe hier einen wunderbaren Arbeitsplatz gefunden und zwar ich bin bei Blumenweigand in Bad Soden und passend zum heutigen Videothema habe ich auch für den Laden heute ganz hübsche Gefäße dekoriert. Ich werde euch noch mehr hier zeigen, aber jetzt gibt es mal die Details. Guckt mal, ich habe hier die Pflanzen mit diesem Handstahl dekoriert und hier habe ich es mit der Palmfaser in diesen hübschen Gefäßen. Und jetzt gehen wir noch mal auf die andere Seite und dann zeige ich euch die anderen Varianten, weil im Video seht ihr ja die Palmfaser-Variante und hier ist also mit einer weißen Palmfaser dekoriert und ja, alle drei. Und wie schön das zu diesen Kakteen auch passt, zu Sukkulenten, ist also eine ganz tolle Deko-Idee und ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach gleich ins Video rein. Viel Spaß damit, ihr Lieben! Was ich für bei Orchideen sehr gerne nehme, das ist ein Tillandsienmoos. Ja, das ist so schön grau, hält auch ganz toll. Wäre jetzt zum Beispiel eine Option, so zart ein bisschen Tillandsienmoos einfach rumzulegen. Finde ich schon mal nicht schlecht zu diesem schönen, dezenten Grün von der Pflanze. Und so klein meine Werkstatt auch ist, tatsächlich habe ich wirklich schöne, brauchbare Sachen hier. Ich habe auch Palmfasern, die sind auch richtig toll. Da hole ich mal was raus. Die sind immer wunderschön zum Dekorieren von Topfpflanzen. Das sind also wirklich von der Palmpflanze. Diese Fasern, die kann man dann so auseinander, ja, die muss man auch wirklich ein bisschen gewaltsam auseinanderreißen. Ich gucke mal, ob ich euch noch eine Bezugsquelle für sowas reinmache. Weil das ist wirklich toll. Es staubt ein bisschen, ja. Macht ein bisschen Dreck. So, dann einmal ordentlich reißen. Ja, wunderbar. Und die haben natürlich auch so eine schöne warme Farbe und sehen dann echt schicki aus. Und ich glaube, diese Farbe, die so ein bisschen wärmer vom Farbton her ist als das Tillandsienmoos, in dem Fall, glaube ich, fällt meine Wahl auf Palmfaser.
Ja, das hat irgendwie, das macht mehr Stimmung. Und die muss ich jetzt natürlich auch irgendwie fixieren. Ich nehme wieder, was ich immer gern nehme. Ich nehme ein Steckdraht, blende ich euch nochmal ein. Bekommt ihr bei Floristik24. Schneid den, wie so oft, schneid den einfach in zwei Stücke. Mach aus dem Steckdraht ein U. So einen kleinen Bügel. Sieht man den? Ja, jetzt sieht man genau. Mach ein U aus dem Steckdraht und stecke den dann am Topf fest. Also Draht ist unerlässlich, um in der Floristik Dinge zu fixieren, um einfach eine schöne Deko zu machen. Und das Tolle ist natürlich auch jetzt an dem, wenn ich diese Palmfaser hier am Topfrand fixiere, zum einen bringt es so ein bisschen Leben rein in das Ganze und zum anderen gucke ich nicht immer diesen Plastikrand von dem Topf an. Ja, und das mache ich nochmal auf der anderen Seite und dann ist schon unsere Pflanze eigentlich ganz einfach, mit ganz einfachen Mitteln und ganz stimmungsvoll dekoriert. Und ich habe gedacht, ich mache heute einfach mal so ein ganz kurzes Video. Und ich war heute Morgen, ich bin heute ganz früh raus, ich war auf dem Großmarkt und habe diese hübschen Pflanzen gekauft. Und die ist jetzt tatsächlich auch bestellt und die werde ich nachher gleich jemandem bringen. Also diese Palmfaser macht, die macht ganz schön Dreck. Und wenn man die auseinander nimmt, also macht es im Garten, macht es woanders. Das ist allein jetzt der Dreck, der rauskam, nur davon, dass ich die auseinandergerissen habe. Und ja, ich lasse das einfach mal hier auf den Boden fallen. Aber ich finde, der Lohn für die Mühe ist wirklich, dass es ganz richtig süß aussieht. Man kann es nochmal dezent ein bisschen kürzen, aber ja, so leicht. Aber viel würde ich nicht machen und ich finde, dann ist das auch so ganz witzig dekoriert. Ja, das war die erste Deko. Dann haben wir natürlich noch hier unsere zweite Pflanze. Das ist eine Sansevieria, ein Bogenhanf. Ihr werdet wahrscheinlich euch so ein bisschen erinnert fühlen an die 60er, 70er. Da wurden die gern genommen und die gibt es ja auch hier mit diesem hellen Streifen. Ich wusste den Sortennamen noch. Also das ist die Moonshine und die hat so dieses helle Grün, dieses zarte. Ich finde auch das mal so richtig schön, mal was anderes. Die kann man auch, zum einen kann man super in Urlaub fahren, die braucht kaum Wasser. Man kann die richtig in die Sonne stellen, das ist der Schnuppe. Und das, genau deswegen wollte ich die gern auch haben, weil mein Plan war ja auch, dass ich den Laden aufgebe, dass wir auch noch ein bisschen auf Achse sein können, dass wir etwas freier sind. Und passend zu meinem Leben muss ich natürlich auch meine Pflanzen suchen. Und diese Pflanzen, ja, das sind jetzt, in dieser Form. Ich dekoriere diese Sansevieria jetzt mit Mühlenbeckia-Reben. Das ist auch was sehr Schönes. Kann man auch ganz toll Kränze damit machen. Oder kann einfach nur einfaches Lieblingswort. Entschuldigung, ich sage das zu oft. Kann also dann wirklich relativ schlicht und schnell eine schöne Deko machen. Ich nehme die Mühlenbeckia-Rebe, lege die einfach hier nur so rum um meinen Bogenhanf und versuche die etwas zu verflechten. Aber ich werde wohl doch nochmal zur Sicherheit, damit das nicht alles so locker wird gleich, zur Sicherheit hinterhergehen. Nehme einen, damit man es nicht sieht, Technik soll man nicht sehen, nehme einen braunen Myrtendraht, Basteldraht auf der Spule und wickel meine Mühlenbeckia-Rebe fest. Weil hier unten kann ich ja jetzt schön spräuseln und kann ich ja auch Dreck machen. Bloß in meinem Wohnzimmer, da finde ich das ein bisschen doof. Ich habe ganz tolle Übertöpfe aus einem wunderschönen, dicken, tollen Glas. Die zeige ich euch da nochmal oben gleich. Ja, wickel das fest. Und so, und wenn das Ganze dann in meinen Übertopf kommt, dann sieht das natürlich viel, viel schöner aus, wie jetzt so in dieser reinen Version. Schneide nochmal so ein paar Überschüsse weg, ja, wenn das hier zu sehr absteht. Ganz lässig und einfach.
und schon habe ich diese Pflanze ja ganz schlicht und schön dekoriert. Und es ist ohne großen Aufwand. Es gibt so ein paar Materialien. Ich habe wirklich, die habe ich mir jetzt auch hier in meine kleine Werkstatt reingeschafft, in der Floristik, mit denen man einfach richtig schön ja immer so Stimmung machen kann. Und für sich allein sieht die Mönchbeckia-Rebe eigentlich aus wie, ja, würde man sagen, so, was willst du mit dem trockenen Zeug? Im Hof würde ich es wahrscheinlich in die Mülltonne schmeißen. Aber als Florist hat man natürlich dann gleich im Auge oder im Kopf, was für eine Stimmung man damit machen kann. Und wir heben auch vieles auf, was dann am Schluss wirklich toll aussieht. So ist es auch mit diesem Material. Ich habe jetzt zwei, ich mache jetzt nochmal eine, dekoriere ich nochmal und dann würde ich sagen, dann gehe ich mit euch hoch, mal in mein Reich und zeige euch einfach mal, wie das dann im Endeffekt so aussieht in meinem Übertopf und wie das dann auf meiner Fensterbank steht, beziehungsweise auf meinem Regal. Aber dazu gehen wir nachher hoch. Bis gleich. So, willkommen in meinem Reich. Also, es gibt von den Sansevierien hier diese Sorten mit diesen schönen gelben Streifen. Und da habe ich auch so eine wassersparende Pflanze dazu gepflanzt, damit es hier so richtig schön buschig unten ist. Und dann, ja, die ist auch super pflegeleicht. Und dann gehen wir mal zu meiner Fensterbank. Und hier finden wir leider nur noch eine von denen, die ich aus dem Keller hatte, weil die anderen, die haben ja die Nachbarn schon entrissen. Und hier ist jetzt, haben wir jetzt diese Sansevierie mit diesem Hanfseil. Also ich find's total schön und ich finde, das auch richtig schön Stimmung macht. Und dann habe ich noch eine Euphorbia. Und hier sieht man jetzt, also im Vergleich zu der unten, wie die aussieht ohne die Palmfasern. Und ich glaube, ich muss dann auch doch nochmal runterlaufen und muss die hübsche auch nochmal so dekorieren, dass diese Palmfasern hier dran sind. Weil ich mag das überhaupt nicht, auf den Topf ranzugucken. Aber ist ja egal, jetzt seht ihr mal den Vergleich. Die anderen, da freut sich jetzt der Nachbar drüber und der stellt die sich ins Wohnzimmer. Ja, und so hat man mit ganz einfachen Mitteln eine Zimmerpflanze dekoriert. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und das waren jetzt ganz einfache Ideen. Die kann jeder relativ einfach selber nachmachen. Und ich wünsche euch viel Freude beim Dekorieren eurer Zimmerpflanzen. Alles Liebe von eurer Margit.